Die Botschaft jetzt an euch. Wir können die Verantwortung nicht der Politik überlassen. Über unsere Zukunft, die Zukunft dieses Landes und die Zukunft unserer Kinder und weiteren Generationen. Und das ist der Fehler, den Millionen von Deutschen jedes Jahr bei den Wahlen machen. Sie schieben die Verantwortung von sich weg, sollen die Politiker sich um den ganzen Scheiß kümmern. Und das funktioniert so nicht. Wir müssen mitdenken, wir müssen mitagieren, wir müssen mitfunktionieren. Wir müssen mitagieren, damit Deutschland in Zukunft für uns mit unserer Vorstellung von Werte, Moral, Loyalität und Demokratie erhalten bleibt. Solange aber einige Menschen meinen, ja, Politiker sind die besseren Menschen, weil die das ja studiert haben, die müssen ja wissen, was richtig ist, und immer noch nicht verstanden haben, dass die Geschichte in der Vergangenheit eine ganz andere Geschichte erzählt, als das, was diese Menschen sich denken, wird es nicht funktionieren. Es wird Zeit, auch für uns die Verantwortung in der Hand zu nehmen. Denn wir sind viele, wir sind viel mehr und wir sind das Volk. Und wir müssen die Demokratie auch ein Stück weit selbst tragen. Ein Heiko Maas und wie die alle heißen, ein Spahn, eine Merkel, ein Laschet, Baerbock oder wie die alle heißen, Scholz, die werden irgendwann nicht mehr existieren. Die werden irgendwann in diesem Land nichts mehr zu sagen haben, nichts zu melden haben, weil ihre Ära als Politiker vorbei ist. Aber die Scheiße, die sie dann verzapft haben, heute, die negativen Entscheidungen, die sie heute treffen, die werden uns und unsere Kinder auch in Zukunft verfolgen. Und deshalb müssen auch wir als Bürger heute, nicht morgen, heute die richtigen Entscheidungen treffen, damit zukünftige Generationen davon profitieren können. Euer Serge Menga. Schönen Abend. Danke.